Hallo und willkommen zurück zur Baldur's Gate 2 Enhanced Edition. Be Wir sind quick gerade in with der it. Sphäre der Ebenen und ich wollte jetzt rausgehen auf diese unwirkliche Welt und schauen, was es da so gibt. Wir brauchen ein Dämonenherz oder sowas. Und bevor ich aber da rausgehe und gegen Dämonen kämpfe, denke ich mal, sollte ich meine Leute noch mal ein bisschen heilen. Vermute ich. Wir haben hier noch den Zauber gekriegt, Kelbens parierende Peitsche. Habe ich letztes Mal schon gesagt, das ist so eine Zauberaufhebung. Und das ist nicht schlecht, aber ich würde es erstmal noch nicht instant lernen, sondern aufheben, bis ich dann wirklich sicher lerne, das Zeug. Was haben wir noch für Heilzauber übrig? Wir haben billige Heilzauber. Mach mal da. Oh, du bist unsichtbar gewesen. Gut zu wissen. Gut zu wissen, dass du unsichtbar warst. Hast du noch eine Heilung? Na, die alle Heilungen? Obwohl, das wäre sogar gerade ratsam. Weil es haben alle außer Cernd irgendwo HP fehlend. Du kannst nicht heilen, okay. Hast du noch stärkere Heilung? Ja, aber ich will nicht die Vollheilung nutzen. Du hast gar keine Heilung jetzt mehr, richtig? Nee, das sind jetzt Magierzauber. Ich bin schon wieder ein bisschen. Oh, du regenerierst? Ja, stimmt. Ja, ich erinnere mich. Ich bin schon wieder ein bisschen am untersten Ende, was das angeht, was die übrigen Zauber angeht. Weil ich immer so versuche, so. Ich bin sehr geizig. Nicht nur mit Zaubern, hier in dem Spiel, auch allgemein immer. Geld und alles Mögliche bin ich immer sehr geizig. Ich habe zwar jetzt hier sehr viel Geld ausgegeben, aber auch nur, weil ich weiß, was mich erwartet und wofür ich das Geld noch brauchen könnte. Aber an sich ist das mit den Zaubern dann eher hier in dem Spiel so, dass ich versuche immer so viel wie möglich aufzuheben. Genauso die Gegenstände. Ich sollte viel mehr die Artefakte auch einsetzen, die nur begrenzte Anzahl von Nutzungen haben, weil ich sowieso noch überflutet werde mit den Dingern. So, wir gehen jetzt mal rausgucken, was hier los ist. Ich speichere nochmal. Hier werden jetzt garantiert Dämonen en masse kommen, wenn das schon so ein dämonenartiger Planet ist. Was werden hier also für Dämonen sein? Okay, das sind diese kleinen Imps. Oder impartigen Viecher. Okay, solche Viecher. Aber das ist alles wohl nur die Vorhut. Ich denke nicht, dass das hier die. Man, du bist ein Feuersalamander. Das heißt, mit Feuer wäre ich hier nicht so eine Chance haben, oder? Naja, ich lasse es erstmal trotzdem. Quasit und Teufelchen. Geh erstmal da rein und du tötest dann den Dicken hier. Außenschatten heraus, hoffentlich. Gut, klappt. 77 Schadenspunkte, wunderbar. Gut, der ist auch One-Hit gewesen. Das klappt ja erstmal. Aber das waren noch keine richtigen Dämonen. Ich speichere jetzt mal öfter, weil ich noch nicht genau weiß, was mich hier erwartet. Was ist hier unten? Hier kommt man nicht hin wohl. Nee, hier ist der äußerste Ring. Wir gehen erstmal. Warte mal, wie groß ist die Karte? Okay, ist doch schon ein bisschen größer. Wenn man hier unten nicht hingehen kann, heißt das, vielleicht kann man hier. Vielleicht gibt es hier wirklich nur einen kleinen Kreis. Mal gucken. Wir gehen erstmal außen rum. Hier ist was. Wieder ein Teufelchen. Musst du da hin mit? Mal gucken. Ah, da ist wieder so ein Viech. Ja, dann gehst du mal mit hin. Der wird immun gegen den Feuerschaden sein, vermute ich. Gut. Ja, Salamander war immun gegen den Feuerschaden. 174 als kritischen Treffer. Wow. Overkill. Extreme oder so. Haben die eigentlich was gedroppt? Nee. Also ich hatte es immer auf der Tab-Taste, deswegen drücke ich dann da mal drauf. Du gehst wieder in Schatten, wenn du wieder kannst. Na komm. Die Waffeneffekte, wie zum Beispiel das Stun von ihrem Schwert, das müsste auch so funktionieren, wäre schön zumindest, wenn es so funktionieren würde, dass das Stun triggert auf jeden Fall, wenn man einen kritischen Treffer macht, sozusagen. Das ist dann wirklich kritischer Treffer und nicht nur ja, doppelter Schaden, kritischer Treffer. Dich. Bin bestimmt auch tot. Genau. 62. Ja, das war einfach. Das sind alles noch keine richtigen Dämonen und die droppen mir ja auch keine Herzen oder sowas. Aber wir sind ja auch noch nicht wirklich weit hier. Jetzt gucke ich nochmal. Ja, das sieht so aus, als wäre das das, was man auf der Karte gesehen hat, wirklich. Das Gebiet. Erinnert ihr euch? Da in der Kuppel sozusagen, dort wo auch vorher die Stadt Adkatla zu sehen war. Ich glaube, hier sieht man genau das, was dort zu sehen war. Hier ist noch gar nichts. Ah, kommt mal alle ein bisschen näher. Ja, wenn wir da eh kämpfen werden.
Hier ist wohl die Mitte. Ist das die Mitte? Noch nicht ganz. In der Mitte wird mal garantiert was Schlimmes sein. Ich weiß nicht, ob ich das außenrum gehen sollte und dann aus Versehen die Mitte trigger oder ob ich lieber in der Mitte lang gehen sollte. Gleich mal. Ich werde mal in der gleich mal in die Mitte gehen. Was haben wir wohl in der Mitte? Okay, hier ist eine Maurezi. Zaubert der was, um das Unsichtbare aufzudecken? Verschwimmen. Sehen mich hier mehr Gegner? Hier sehen mich nur die Viecher. So, den haben wir tot, aber jetzt werden die anderen erwachen. Warte mal, nee, bleib mal hier. Das andere Vieh soll mal nicht in der Nähe sein. Du könntest mal. Du nicht, weil du deinen Zauber verlierst. Und du könntest mal. Hier geht mal auf das Vieh und du gehst dann, sobald es in der Nähe ist, auf das Vieh. Was ist jetzt passiert? Tote beleben Maurizi. Das heißt, der beschwört da hinten ganz in Ruhe seine toten Viecher, oder was? Ach Gottes Willen. Das heißt, du solltest jetzt schon mal wieder dein Schwert nehmen und sobald die Viecher alle tot sind, im Schatten verstecken und das Vieh angreifen. Schatten verstecken? Ist das jetzt so ein... Ne, er sollte ja kein Dämonen sein. Ne, der hat nur eben so ein Kriegerskelett beschworen. Warte mal, der sieht mich? Das ist ja nicht wahr. Aber das Skelett sieht mich nicht. Interessant. Person festhalten, Triss. So. Zur Not machst du halt das Skelett jetzt mal einen Hit. Gehen überhaupt kritische Treffer gegen Skelette? Scheinbar. Ja, geht. Nee, er muss Triss wieder rankommen. Hat der was gedroppt? Nee, auch nicht. Nur mal, droppt hier überhaupt den was? Speichern. Mach ich irgendwas falsch? Wieder solche Vieh. Oh, verzweifelt Sterbliche, denn ihr habt meine Ruhe gestört. Okay. Das ist ein Dämon, der sieht mich. Das heißt, ich brauche gar nicht jetzt auf die Unsichtbarkeit bauen. Ich werde gleich mal Berserkerwut machen, damit er nicht irgendeinen Mist mit mir macht. Und du genauso. Berserkerwut. Und ab darauf. Todesblick und Stille. Okay, also du bist noch am Leben. Das ist gut. Ihr geht mal beide auf das Viech, Arsch. Oh, schwer verletzt schon. Das ist ja easy. Also damals, der war schlimmer in Baldur's Gate 1. Gut, das war ja easy. Der hat ein Herz gedroppt. Wir gehen noch trotzdem den Rest absuchen. So, das Viechzeug ist tot. Du kannst mal wieder im Schatten verstecken. Bevor wir das Herz aufheben, will ich noch schnell alles absuchen. Solange nämlich die Berserker gut geht, lohnt sich das hier. Feuermefit, okay. Kommst du da hin, Teufelchen? Ich weiß nicht, wie du hinkommen sollst, wie es aussieht. Noch so ein Vieh. Ach Gott. Korgan, Randa. Lass Miranda, denn sie will ja. Lähmung, Triss. Gut, die sind gestillt. Das hört sich falsch an. Töten erstmal das Viehzeug. Du bist noch im Schatten versteckt, richtig? Ja. Komm, dann geh mal her. Oh. Das ist ganz schön viel. Warte mal. Hast du... Nee, du hast du nicht. Hast du... Auch nicht. Vielleicht sollten wir jetzt irgendeine AOE reinfeuern. Was haben wir für AOE-Zauber da, die vielleicht da helfen könnten? Und Kettenblitz? Todeswolke? Hm, Kettenblitz, denke ich mal. Wird vielleicht helfen. Die müssen nur so lange überleben. Und kriegen gerade Beete von den Strahlenschaden ohne Ende. Aber besser gesagt, Korgan kriegt gar nicht viel Schaden, weil er so viel Feuerresistenz hat. Gut, das Vieh ist tot. Jetzt könnt ihr euch um die Kleinen kümmern. Und du bist dann auch bald immer da, hoffe ich.
Was zur Hölle? Was zur Hölle? Warum ist hier so ein Viech? Warum kriege ich das nicht mit? Das ist die viel wichtigere Frage. Mach mal hier einen Stab einsetzen. Nein! What is it now? Go bother someone else. Ich komme hier auch nicht klar, oder? Das ist ein bisschen viel Dämonenzeugs. Warte mal, kriegt man das ohnmächtig? I'm busy, okay, I'm busy. Have you a problem? Ich habe hier ein Problem. Tatsächlich habe ich hier ein Problem. Da sind welche ohnmächtig. Gut, jetzt machen wir bitte einen Kettenblitz hinterher. Kettenblitz, Kettenblitz da. Gott, die haben alles auch auf Triss fokussiert irgendwie. Bitte Kettenblitz, töte so viel wie kann. Ach, töte es nicht mal was. Ist ja nicht mehr feierlich. Wie geht's euch hier? Reicht noch nicht. Bitte mal Eisenhaut. Und du tötest das Vieh hoffentlich irgendwann mal. Nein. Wieso? Wo der herkam, weiß ich immer noch nicht. Ach Gott. Gut, gut. Ist ja schrecklich. Wie geht's euch? Ihr seid noch am Töten. Du könntest mal drüben helfen gehen. Das kriegt ihr hoffentlich jetzt alleine hin. Triss wird jetzt nicht instant getötet werden, hoffe ich. Nature is at the. I understand. Du wirst gerade im Nahkampf angegriffen, das heißt, ich sollte es vielleicht so machen. Okay, hat sie erledigt. Du tötest jetzt bitte das Vieh, aber. Und Dode sind immer nicht sehr anfällig auf Pfeile, das heißt, ich sollte es vielleicht so machen. Oh Gott. Notfallzauber wurde ausgelöst, weil er festgehalten wurde. Sehr gut. Du hast das Vieh getötet, du tötest jetzt das Vieh, du tötest das Vieh und da müssen wir uns um den Dämonen kümmern. Der hat seinen Notfallzauber, Steinhaut und Spiegelbild. Genau deswegen habe ich das gemacht. Ich bin hier total gerade chaotisch dran. Ohne irgendeinen Plan. Ich hätte viel mehr beschwören sollen. Ich wusste nicht, dass hier noch ein Dämon jetzt kommt. Wie geht's euch? Ihr seid noch am Kämpfen. Du gehst jetzt mal den töten. Deine Steinhaut ist schon weg, oder was? Gut, du hast die Tiere beschworen, sehr gut. Du tötest dann endlich mal das Skelett, hoffe ich. Kann nicht sein, dass du so langsam bist mit Skelett töten. Bitte mal das Viech hier töten, weil das könnte noch ein Problem werden. Und du zauberst mal bitte. Wir brauchen zweimal Heilung. Einmal für sie, einmal für ihn. Einmal für sie. Einmal für ihn. Beleb mal sie wieder. Sie wird an Triss Stelle wiederbelebt, ne? Dann heilst du jetzt. Hast du eine Heilung? Eine Vollheilung? Nee. Okay, dann kannst du nicht Triss heilen. Aber du könntest Monster festhalten versuchen. Edwin wird jetzt langsam getötet. Du hast das Vieh getötet jetzt? Geh mal auf den Typen. Der ist nämlich nochmal eine große Gefahr. What is it that you ask? Und du müsstest dich selbst heilen, aber vielleicht kann ich dich auch aus dem Kampf raushalten. Speak. Das wäre die andere Möglichkeit, ne? Feuerschutz? Also ich kann nur die Komplettheilung, wenn dann, nutzen. Und die solltest du wahrscheinlich auf dich selber casten. Sonst bist du nämlich nicht zu gebrauchen.
Haben alle was zu tun? Triss noch nicht. Na doch, die greift jetzt den an, habe ich gesagt. Valigar hat einen kritischen Treffer, sehr gut. Kriegerskelett hat irgendwas. Edwin, automatische Pause, schwer verletzt, das ist nicht gut. Edwin ist tot, ja, war klar. Versuchen wir den Dämon zu töten. Was ist jetzt passiert? Valigar verursacht 6 Schadenspunkte bei Maurizi. Gut, 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 gut. Noch geht das alles. Edwin ist zwar tot, aber noch habe ich Stabladungen. Schwarzbär wurde getötet, aber ich habe hier noch was, ne? Schwarzbär und Panther. Gut. Triss ist noch zu anfällig auf den Tod, als dass sie mit in den Nahkampf gehen könnte, finde ich. Jetzt kommt da noch so ein Viech. Gut, das Vieh ist tot. What do you want, Groundling? I'm still here. Was ist jetzt passiert? Ah, der zieht Leben ab. Layli hat ja Leben abgezogen bei ihr und bei ihm. Hat das funktioniert? Nee, ne? Nee, hat nicht funktioniert. Autsch. Jetzt wird Triss auch abgesaugt. Wir müssen den töten. Du musst jetzt wiederbeleben, Edwin. Wer ist jetzt gestorben? Achso, Panther hat Schaden gekriegt. Gut, 19 Schaden. Achso, nee, 8 Schadenspunkte. Dir geht's noch gut? Ja. Edwin lebt wieder. Bitte, Edwin, mal. Darauf magisches Geschoss. Gut. Und Equip liegt noch alles rum, das kann man auch nicht nutzen. Triss hat wieder Schaden gekriegt, ist auch nicht so wilde. Der Schwarzbär ist schwer verwundet, okay. Triss müsste jetzt eigentlich in Nahkampf reingehen, aber ich habe Angst, dass sie dann angegriffen wird direkt. Hm, doch, mach mal. Den Schlag würde ich nicht umhauen, hoffe ich. Ihr beiden habt beide noch kein Equip. Weil das überall noch rumliegt. Gut. Ich wusste, dass der erstmal Triss alle angreifen wird. Gut. Und jetzt darauf. Ich hätte viel mehr Viehzeug beschwören sollen, was da hilft noch. So, da ist Edwins Zeug. Hier sind Herzen. Eins. Da ist ein zweites. Wir wissen noch nicht mal, ob wir alle Gegner jetzt gefunden haben. Und das dritte war wo? Irgendwo war da noch ein drittes. Ah, hier unten, ne? War eigentlich ohne einen Dämon? Der hat kein Herz gedroppt, oder was? Doch, da. Sieht man so schwer. Und ein Zauber, okay. So. Bin mal alle hier sammeln. Und dann Equip wieder einsammeln. Ich habe hier oben die Ecke noch nicht aufgedeckt, aber da sind schon auf den Gegner hergeströmt, von da. Beide Magier sind gestorben. Edwins Equip war hier. Und dein Equip war hier. Da werden jetzt keine neuen Gegner sein, hoffe ich mal. Gut, ihr rüstet mal wieder alles aus. Kann sein, dass jetzt Zauber im Zauberbuch fehlen. Weil bestimmte Sachen nicht mehr ausgerüstet waren. Ach, den Ring habe ich auch nicht genutzt. Der wäre auch gut gewesen, glaube ich. Das war ein ziemlicher, naja, ich sag mal, unschöner Kampf. Wenn man so will. Den hätte ich wesentlich besser anstellen können. Muss ich zugeben. Gut, das ist das. Du hast nur eine Ladung da drauf. Und dein Zeug? Die Kette gehört zu Edwin. Falls ihr euch fragt, warum er die noch hat. Die ist sozusagen an Edwin gebunden. Das hat Vorteile und Nachteile. Der Nachteil ist, dass man keine andere Kette tragen kann. Der Vorteil ist, dass es einfach mal die Kette ist, die jedem Zaubergrad 2 Zauber zusätzlich zuspricht. Und deswegen ist es schon recht mächtig, kann man schon so sagen. So, wie sieht jetzt das Zauberbuch aus? Ach, nicht du. Gut, da fehlen dir keine. Und dir fehlen auch keine, okay.
Okay. Dann ist ja alles gut. So. Speichern. Gottes Willen war das ein Chaos. Warte mal, du kannst dich doch in einen Troll verwandeln, um dich zu regenerieren. Und Triss muss halt geheilt werden. Auch wenn wir nicht wirklich viele Heilzauber mehr haben. Muss ich mal sagen. Das heißt, ich muss ganz vorsichtig mit Triss jetzt umgehen. Korgan regeneriert. Wenn ich jetzt noch Gegner finde, muss ich natürlich aufhören mit regenerieren. Da könnten noch so irgendwelche Quasits oder so ein Kram wieder sein, Teufelchen. Aber damit kommst du ja eigentlich klar, wenn es nicht wieder so eine Masse ist, wieder unten. Also die hat mich ja echt runtergeprügelt. Das war ja Wahnsinn. Hätte ich nicht erwartet. Hätte ich mit einem Charakter einfach nur mit Feuerschutz drin stehen sollen, dann hätte der... wäre wahrscheinlich komplett geheilt gewesen oder so. Im Nachhinein. Okay, ist echt alles hinzugekreucht und gefleucht, was irgendwie hier rumgelaufen ist, oder? Das heißt, es gibt hier gar keinen Gegner mehr. Avariel sind die, ist die Rasse der Elfen, für, aus der die Dingens kommt. Eri. So, wird es am Ausgang wieder was warten oder so? Weiß ich nicht. Hier könnt ihr nochmal hochgehen. Ist das hier verbunden? Das wäre auch die andere Frage. Naja, klasse, dass du vorausgehst. Wieso ist Korgan verlangsamt? Ach, die Herzen sind so schwer. Ach nee, du bist ein Troll, deswegen. Das ist wahrscheinlich der Hauptgrund. Ach, ich muss immer mal den... Ich hab das vergessen. Hab aktuell die Regenerationsteil an, aber ich muss im Kampf den anderen Helm anziehen. Ganz vergessen. Du hast voll regeneriert, das heißt, du kannst dich theoretisch zurückverwandeln. Jetzt bist du plötzlich wieder extrem schnell. So, jetzt haben wir hier noch die Ecke aufgedeckt. Hier ist die Sphäre. Hier sieht ja irgendwie kleiner aus, als wenn man hier oben drauf rumlaufen kann. Und drauf kloppen. Hallo, jemand zu Hause? Kein Gegner, kein neuer Encounter oder irgendwas. Alles ganz standardmäßig, okay. Wird zwar gespeichert, wenn ich reingehe, aber kann ja auch so speichern nochmal. Wir haben Dämonenherzen. Ja, genau das war die Ebene. Das meinte ich. So. Wir müssen jetzt zum Steuerraum, ne? Ne, zum Energiekern. Warte mal, wo mussten wir jetzt hin? Jetzt bin ich gerade verwirrt. Energiekern, ne? Die haben nichts Neues zu sagen, oder? You are welcome in my sight. Ja. Energiekern, genau, da wollten wir jetzt hin. Müsste ja auch alles friedlich sein, hoffentlich, oder? Kann natürlich sein, dass irgendwo Kleinigkeiten respawned sind, aber das waren alles Gegner mit Namen und sehr spezielle Gegner. Die werden mir nicht immer wieder hier einen Augentyrann oder sowas entgegenschmeißen. Die Golems waren respawned, ne? Aber die waren nicht hier drin, die waren im... Oh, wir werden ja wieder auf die Golems treffen. Ach du Jemini. Na, das wird jetzt ein Spaß. Vermutlich. Kommt, beeilt euch. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Wer hängt denn jetzt hinterher? Hm, Sound. Schluck Kaffee. Kann man auch mal eine zwischendurch nehmen. You must gather your party before venturing forth. So. Hier ist noch alles normal. Und hier hinten ging es dann in... Genau. Ist hier was Neues? Nee, das ist alles noch so wie vorher. Hier wird... Na, okay. Ich weiß nicht, ob ich alle Fallen erwischt habe. Ich werde mal vorsichtig hier am Rand lang gehen. Speichern nochmal. Wenn die alle so laufen, dann geht das. Sieht gut aus. Die wissen, was ich von denen will. Die kennen mich. Ah, ganz schön knapp. Aber ich habe eigentlich alle Fallen entschärft. So, jetzt könnten natürlich wieder neue Golems da sein, wie gesagt. Vielleicht sollte ich dich jetzt im Schatten versteckt hier lang schicken, speichern. Na, sonst hast du eine Unsichtbarkeitstränke, genau. Ah, hat mich das gerade erschrocken. Ah, ich mir eine bessere Lösung einfällt, verfüttert ihr das Dämonenherz zu. Ich muss mir das gleich nochmal so durchlesen.
Okay, Moment, Moment. Dämonenherz an eines der zahlreichen Mäuler, dieses Fleisch der. Das sich im Fleisch der Maschinerie befindet. Einen Augenblick später erzittert die Sphäre und ihr könnt spüren, wie sie sich wieder auflädt. 45.000 Erfahrungspunkte, gut. Energiegern der Sphäre erwacht zum Leben, er krümmt die Dimension, während die Sphäre durch die Ebenen rast. Nach ein paar Minuten kommt die Sphäre mit einem Ruck zum Stehen und der Energiekern erlischt. Die Kugel hat ihre letzte Reise durch die Ebenen hinter sich. Okay. Du bist noch im Schatten versteckt, hier sind gerade keine Gegner. Jetzt gehen wir also wieder zurück zum... Zum Papa, Opa, Opa vom Valygar Kortala, richtig? Jetzt rennt er mal alle schnell durch die Fallen durch. Ich würde so lachen, wenn das eine Falle wäre, die noch nicht entschärft wurde und mehrfach triggern kann. Das wäre so heftig jetzt. Es würden dann alle umkommen hier von mir oder zumindest übelsten Schaden nehmen. Und Triss wahrscheinlich umkommen und deswegen müsste ich dann das Spiel lernen. Na komm. Der Sand hängt doch immer hinterher. Damals war es Vekonia, jetzt ist es Sand. Ja, ist ja klar. So, jetzt dahin, richtig? Ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt nochmal hin muss. Vielleicht sagt Valygar ja nochmal irgendwas Besonderes, wenn ich da hingehe. Was ist jetzt mit dem Golem? Yes. Nothing to it. Keine Eindringlinge. Okay. Wenn ich Valygar nicht dabei hätte, würde er mich dann als Eindringling ansehen? Au, was ist das für Geräusche? Boah, das ist manchmal so laut. Dich hierher bringen und den... Ach, wir können auch alle herbringen. I'm waiting. Whatever you want. We will return to our own plane. Please, please, stranger. As per our bargain. Let me see my son one last time. Ja, ich werde tun, was ihr wünscht. I am most grateful. If you could but carry me, my strength has all but fled. My last moments are upon me. Oh, bitte mach jetzt keine Rufverbesserung. Obwohl, wir können ja Rufverbesserung. Stimmt, wir sind ja bei Ruf 4 oder so. okay. Ist mal draußen. Das heißt, ich bin ja sogar angewiesen darauf, dass mein Ruf sich verbessert. I wish. 45.500 Erfahrungspunkte für alle. Sehr schön. Er ist tot. My family's vow has been fulfilled and I am now safe. And yet I feel a little satisfaction. I had no idea. Könnte es sein, dass er nach dieser langen Zeit endlich erlöst wurde? Hat er wirklich gegen diesen Dämonen gekämpft, um zu verhindern, dass diese Sphäre, dass dieser der Sphäre entkommt? Ja, hättest du mal vorher. Wärst du mal offen gewesen. I have not seen as much of the world as I thought I did. A disturbing realization. Ja. Man sollte mal ein bisschen über seinen Tellerrand hinausschauen. There is so much I am not aware of, I must discover it. Will you have me? Ja, ich würde ihn erstmal weiter mitnehmen, ja. Ich würde sogar so sagen, wie ihr wollt, obwohl ich nicht versprechen kann, dass es für lange sein wird. Ich werde so lange wie ich kann mit euch reisen, Triss, ohne euch würde ich mich immer noch im Wald verstecken. Seid euch meines Dankes gewiss und meiner Begleitung, solange ihr sie wünscht. Okay. Gut. Was hat der denn verloren gehabt? Oh, wieder so ein Magierring. Mal gucken, was der kann. Die Herzen packen wir erstmal rein, vielleicht brauchen wir die noch irgendwo. Die Kohle habe ich auch noch, warum denn das? Bist du wieder regeneriert? Nee, brauchst noch ein bisschen. Stimmt, Sand hat gelevelt, sehr schön. Ring der Klugheit. 2 Zaubergrad 2, 1 Zaubergrad 3 und 4. Was machte der andere? Zauberring, 1 Zaubergrad 5 bis 7. Das heißt, wenn ich dir den jetzt noch gebe, dann bist du nochmal mehr OP oder was?
Heftig. Heftig. Wer von euch hat einen besseren Zaubergrad 2? Wahrscheinlich du, ja. Machen wir doch nochmal so ein Ding. Machen wir nochmal... Ah, ich muss den Notfallzauber neu aussprechen, fällt mir gerade ein. Den haben wir vercastet gehabt. Hat jetzt zwar nicht viel geholfen, aber immerhin ein bisschen. Wir haben auch gerade keinen Dingens mehr. Das heißt, der Notfallzauber macht gar nicht noch so viel gerade. Das andere, was könnte man da noch machen? Ich meine, das Spiegelbild kann man ruhig öfter noch nutzen. Das macht Geheimtüren tun. Achso, man kann das öffnen. Das ist sozusagen Schlösser öffnen. Ansonsten könnte ich auch Unsichtbarkeit oder Verschwimmen lernen. Ich mach mal Unsichtbarkeit. Vielleicht brauchen wir es mal irgendwann. Oder hatte ich schon verbesserte Unsichtbarkeit auswendig gelernt? Also, nee. Hier nimmst du, das ist Grad 3. Zwei Flammenpfeile, zwei Vampirgriffe, einmal Monster beirufen, einmal Untote festhalten, Schädel, normales Viechzeug festhalten. Oh, hier machen Feuerball. Ab und zu kann man den auch mal umschleudern. Hier ist dann schon interessanter. Wir haben zweimal Steinhaut, einmal Feuerschild. Wir können ja noch mal das andere Schild nehmen. Da hast du noch drin, der ist nur schwer zu sehen. Ja. Gut, und du levelst jetzt? Du hast jetzt 750.000 und das nächste wird dann nämlich extrem weit weg sein schon. Aber es gibt dann, glaube ich, einen oder so Stufe 7 Zauber. Nicht das jetzige Level, sondern das nächste Level. So, Rettungswürfe, ETB reduziert. 2, 3, 4 und 2 Trefferpunkte, okay. Ja, das dauert jetzt eine Weile. Da hast du noch ein bisschen zu warten. Oh Mann, besser gesagt, ich habe ein bisschen zu warten. Nehmen wir hier ein bisschen was Offensives. Also, das hier. Das ist das richtig heftige Gift. Auch wenn du erst, wenn du bist jetzt Stufe 12 oder Stufe 13? Du bist Stufe 13. Ja, du bist Stufe 13. Das heißt, 4W8 Schadenspunkte plus 4 Schadenspunkte pro Runde. Rettungswurf. Ja, gut. Stufe 3 machen wir. Blitzschlag ist zu selten einzusetzen. Obwohl, warte mal, was machen wir denn jetzt? Wir machen jetzt das Main Quest. Das heißt, vielleicht werden wir da einmal oder zweimal einen Blitzschlag einsetzen können. Wir haben hier das Dingens, Magiban und... Ja. Ein Wesen. Das heißt, ich kann ein Wesen verwirren oder blöd machen oder so. Könnte ich auch Krankheit heilen eigentlich mal machen, weil ab und zu kommen dann Untote und so, die irgendwelche Krankheiten verteilen. Oder konntest du das schon? Nee. Du hast nicht so viele Zauber gehabt. Stufe 2. Gift haben wir schon zweimal, das haben wir schon einmal. Ah, hier gibt es immer nicht so viel. Können wir nochmal Feuerkälte wieder. Oder warte mal, wir machen mal das Fallen finden. Nicht einfach nur, weil es manchmal vielleicht gar nicht so doof ist. Ne? So. Sparky Roar, so, have killed for less.